Leute, die Ehre von Team Will steht auf dem Spiel. Und welcome, Leute. Heute wird ein Tag voller Events. Events, die möglicherweise die Geschichte der Menschheit verändern werden. Events, die Berge versetzen werden. Oder vielleicht passiert halt auch gar nichts. Mal sehen. Let's go with green. Und genau wie den letzten Green Vlog habe ich mir überlegt, ich starte den Tag heute wieder mit einem kleinen Prank an meinem Mitbewohner Sedo. Der duscht jetzt gerade, wie ihr wahrscheinlich hört. Und hört dabei Musik. Da fällt mir gerade ein, vom Jahr oder so hat Julian mal Bibi geprankt, indem er, während sie geduscht hat, die ganze Zeit Shampoo auf ihren Kopf geleert hat und sie hat es nicht gecheckt. Fiel mir ehrlich gesagt sehr schwer zu glauben, dass es real ist. Deshalb probieren wir das Ganze jetzt mal bei Sedo aus und gucken, ob er schlauer als Bibi ist. Erstmal brauchen wir natürlich Shampoo, das nehme ich aus der Dusche. Scheiße, er hat's gemerkt! Mann, diese ganzen Morning Pranks haben bisher noch nie funktioniert. Wow, Alter, ist gerade aufgeschlagen, ist einfach. Ist das etwa ein Zeichen? Thema des heutigen Vlogs: Trickshots. Ah, endlich! Hast du es geschafft? Ja! Oh, Mann, worauf habe ich uns heute eingelassen? Warum? Was hast du vor? Ich saß gerade 10 Minuten hier da und hab diesen einen Shot. Okay, los geht's. Yo, Simon, willst du dich nicht langsam mal anziehen? Alter, ich wollte mir gerade Müsli machen, mein Freundchen. Ja? Ja. Aber was musste ich erblicken? Was denn? Das war safe nicht ich. Smiley hat doch meine Pizza weggefressen, so. Also ich gebe dir 99 Euro, wenn es nicht Smiley war. Smiley, Alter. Smiley? Ja? Hast du die Milch leer gemacht? Nee. Sicher? Ja. Sedo? Bist du sicher, dass Smiley die Milch leer gemacht hat? Bist du sicher, dass du 99 Euro noch retten willst? Aber du hast es safe nicht leer gemacht, Smiley. Ja, ja, ganz safe. Zu 100%. Da war noch voll viel drin. Also dann gehen wir jetzt erstmal neue Milch kaufen. Smiley, du hörst doch von uns. Hast du einfach aufgeregt? Okay. Simon? Fuck, seine meine Hose! Oh. Ja. Erstmal gehen wir jetzt natürlich dann Milch nachkaufen. Geil, Alter. Mit dem können wir safe was anstellen. Flummi. Loch. Das wird was. Cool, danke. Das fuckt mich immer noch so ein bisschen ab, dass ich nicht weiß, wer letztendlich jetzt die Milch leer gemacht hat. Das ist auf jeden Fall noch ein Mysterium, das gelöst werden muss. Sedo, fang! Niemals! Bist du dumm? Bye, 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 bye! Oh, so bringt Leon Mascher, Alter. Okay, wir kaufen die trotzdem, oder? Ja, klar, Alter. Das ist ja voll Asen. Oh nein. Shit. Alter, das müssen wir direkt alles putzen, Mann. Ja. Leute, das sollte echt keine so eine Asi-Aktion werden. Okay, lass mal mit den Trickshots draußen weitermachen. First try, würde ich sagen. Ah, Leute, ihr glaubt nicht, was so gerade in Wirklichkeit passiert ist. Zuerst haben wir es natürlich tausendmal versucht. Und dann hat sich auf einmal die Eingangstür von dem Laden verschlossen. Die Tür geht irgendwie nicht mehr auf. Hier sind ein paar Leute, die eigentlich rein wollen, aber ich glaube, Simon holt jetzt jemanden. Warte, ich hol kurz meine Jacke. Eili! Was geht ab, Alter? Was geht? Bisschen scheiße, paar Trickshots. Hä? Als ob das gerade ein Zufall ist. Ja, Hä? Was passiert hier? Ach, du hast mir Bescheid gesagt, dass du bei bist. Nein, hab ich nicht, aber ich glaube, der holt sich Essen. Achso? Ja. Du wolltest gerade einfach nur eine Pizza holen, oder was? Ja. Niemals! Das kann nicht sein, dass es ein Zufall ist. Normalerweise fragt man sowas von mir. Voll praktisch. Ja, okay, dann bis gleich, hol dir erstmal was. Wir warten hier. Okay, tschüss. Ciao. Lass jetzt irgendeinen Trickshot machen, wo wir irgendwas auf Smiley werfen und der Trick ist, dass er es fangen muss. So ein Schwimmring wäre perfekt. Haben wir aber nicht. Schade. Scheiße. Okay, warte. Schmeiß einfach die Tüte auf ihn. Mission, ja, du musst fangen. Leute, der Tag steht echt unter einem schlechten Omen, Mann. Diese ganzen Trickshots enden einfach in der reinsten, asozialsten Katastrophe. Ja, was machst du? Machst du deine Pizza, oder was? Tschüss.
sogar einfach wirklich First Try, das muss ich jetzt irgendwie überbieten. Okay, aber jetzt ist der Tag wohl besser. Ja. Ich muss jetzt gleich auch noch zu Rob, weil der Gute hat gesagt, oh, ich brauche noch Entertainment für mein Video und Team Bro ist alles so langweilig. Ja. Und was ich auch ganz vergessen hatte, ich fahre heute nach Stuttgart, meiner Hometown. Und darf da auch nachher auf keinen Fall den Zug verpassen. 50-50 Chance, würde ich sagen. Und das heißt jetzt natürlich Koffer packen. Rob ruft an. Hello. Hello. Ich wäre dann gleich da, ja? Bis gleich. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Okay, also Smiley, ich zisch dann jetzt ab zu Rob und danach nach Stuttgart. Hey, warte mal, was? Du willst doch nur nicht verlieren, Alter. Nee, du bist kein so ein schlechter Verlierer. Stopp mal, du läufst jetzt hier, wir machen jetzt noch ein Battle. Pizza. Mach mal einen Trickshot in deinen Mund. Krass. Wow! Okay, kurzes Battle noch. Okay, wer es zuerst schafft, den Löffel, der diesen Move in die Tasse reinzubekommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Schnell. Dein Löffel ist ja auch präpariert. Was? Der ist so viel mehr gewogen. Laber kein Scam hier. Leute, die Fairness ist auf Video, du kannst nichts sagen. Fake News. Mann, das ist eigentlich so dumm, ich verpasse den Zug nach Stuttgart. Fast! Und ich komme zu spät zu Rock. Okay, ich jetzt los. Das war echt schön. Du hast das gerade... Okay, jetzt hast du offiziell gewonnen. Alter, Digga, dafür verdiene ich mir dann ein Reststück Pizza. Jetzt will ich aber mal sehen, was ihr hier angestellt habt. Wie siehst du denn aus? Wieso hast du eine kurze Hose an? Digga, bei mir ist das auch ausgebrochen. Alter, wie geil. Mit eurem Book haben wir einmal den aller heftigsten Trickshot der ganzen Welt machen, Alter. Klar, Mann, Digga. Für die Free, Bro. Okay, Challenge accepted. Ey, ich hab eine Idee. Diesen Stab und da können wir ja einfach das hier so rein trickshotten. Ist geil. Team Bro vs. Team Will? Geht in die nächste Runde. Jetzt hast du es auch gesagt, weil in meinem Prank hat es nicht die Chance dazu. Okay, ich will gar nicht viel reden, außer First Try. Leute, die Ehre von Team Will steht auf dem Spiel. Oh, ich hab den Start berührt. War der? Nee. Okay. Das ist so wie auf dem fucking Jahrmarkt. Team Will. Wahrscheinlich musst du 100 einmal, oder? Scheiße, ich verpasse meinen Zug. Boah! Der war heftig nah, oder? Nein, der war fast gut. Chillig. Dein Zug ist schon weg. Ja, okay, fuck it. Leute, weiter geht's. Danke, Jimmy, fürs Film. No. Muss ich eigentlich direkt drücken vorher? Okay. Wow. Ich hab mir gerade noch ein Boot gezogen. Das ist mein Zug. Ab nach Stuttgart, würde ich dann sagen. Ich werde immer ein bisschen nostalgisch, wenn ich hier in Stuttgart bin, weil ich halt einfach hier groß geworden bin. Und hier am Hauptbahnhof sind überall diese kranken Bilder von irgendwelchen futuristischen Sachen. Hier zum Beispiel in Berlin werden in Zukunft immer irgendwelche Darth Vaders auf den Balkons rumstehen. Ist auf jeden Fall geil. Und ich bin hier in Stuttgart natürlich auch nicht einfach so und auch natürlich nicht alleine, sondern ich glaube, diese Person kennt ihr vielleicht sogar schon. Vielleicht. Was geht? Das ist einfach Nils. Und eventuell gibt es von Nils auch in Zukunft ein bisschen mehr zu sehen. Hast du gesagt, dass ich Pornos mache? Das wollte ich jetzt eigentlich geheim halten, so, ich weiß nicht, ob das, also so die kleinen Kinder... Kannst du ruhig sagen. Ja, eigentlich schon, oder so. Also, okay. Okay, ich werde dir nochmal sagen. Zum Abschluss sind wir jetzt noch ganz typisch Stuttgarter Schwäbisch-mäßig in einer Bar und gönnen uns Orangensaft. Und einen letzten Trickshot müssen wir natürlich auch noch machen. Los. Das können wir. Ich hab verloren. Boah. Okay, Leute, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Nein, nein, wir dürfen nicht. Abonnieren! Okay, wir machen weiter. Nee. Nein! Oh, kacke ich nochmal. Wir wollen ne. Wir werfen euch bei den Fischgesichtern, hat jetzt endlich die Milch getrunken. Ja, was? One life. Nicht. Leute, entscheidet.